So, jetzt gehen zwei weitere Modelle an den Start. Einmal haben wir im Maßstab 1:5 eine sehr schön lackierte Rafale von Aviation Design. Just taking off is a 1x5 scale Aviation Design Rafale. And it's a scale 1x5, which makes 212 wingspan, 320 lengths, and 24 kilograms. And the next jet taking off is a so-called Vixen. It's a 240 wingspan, 270 lengths, and 17 to 18 kilograms. And you can use engines up to 180 newton of thrust. Ja, Josef, wir haben zwei Modelle in der Luft. Einmal eine Rafale und einmal eine Vixen. Ja, der Name ist ein Fantasiename, ne? Ich habe jetzt gerade schon überlegt, das eine Modell, was in der Luft ist, hat Ähnlichkeit mit einer Sea Vixen. Das waren Flugzeuge, die seinerzeit von der Royal Navy eingesetzt wurden. Das Modell, was jetzt gerade hier querfliegt. Wir können jetzt nicht ganz ausschließen, ob es sich dabei um das gleiche Modell handelt, aber von der Größe her glaube ich eher, dass der Harald hier recht hatte. So, ja, die Vixen ist hier in einem langsamen Überflug von rechts nach links. Und eine gerade gelandet und die andere macht hier im Tiefflug nochmal einen Vollkreis. Ja, Sie sind unterwegs für die Firmen ARF GBR Jet. So, for the Vixen, the kit contents are all composite, manufactured, painted to customer specifications out of the mold. So that means you can have your own paint wishes when you order the model. The formers are all fitted and even the flaps are hinged. And of course, you get all the hardware pack as well. The undercarriage is a trailing link, not really gear set, with all the valves and tanks, so it's ready for a complete installation. And of course, you're going to have an electric gear set available on special request as well. So, die ist unten. Ja. Bisschen aufpassen auf herumlaufende Helfer. Auf Formel 1 haben wir hier nicht. Aber das, was wir hier tun, modellflugtechnisch, ist die Formel 1 in der Fliegerei. Allein schon wegen der Geschwindigkeit.